I am the Jochen, das ist der Frühsport für Mittwoch, den 9. Oktober 2024. Schönen guten Morgen. Und zuallererst mal gehen ganz viele Grüße nach draußen und ein herzliches Dankeschön an 500 Abonnentinnen und Abonnenten, die sich entschlossen haben, diesen Kanal hier zu abonnieren. Das ist wieder so eine magische Grenze, die erreicht wird. Ich kann mich noch an die 100 erinnern, dann waren es die 200, die 300. Jetzt sind wir bei den 500 angekommen. Ist immer wieder schön, wenn man hinten so eine Doppel-Null hat. Das freut mich sehr. Das heißt also, hier da draußen gibt es jetzt inzwischen 500 Menschen, die jeden Tag in ihrer YouTube-Liste meine Videos angezeigt bekommen. Und das freut mich natürlich ganz besonders. Nehme das natürlich auch als Ansporn, weiterhin hier Content zu liefern in Sachen Sport. Ihr wisst, momentan gibt es auch noch ein bisschen Parallel-Content von unserer Interrail-Tour. Ich bin hier gerade immer noch, nee, stimmt ja gar nicht, hier hinten das Poster hier mit Italy, das stimmt nicht. Wir sind ja jetzt inzwischen in Slowenien. Wer heute schon was gesehen hat bei den Shorts, der weiß Bescheid. Das sortiere ich aber eben in die Shorts ein. Das ist ja der Frühsport on Tour, aber die ganz normalen Sportnachrichten, die gibt es weiterhin hier auf diesem Kanal. Und das also auch in Zukunft für 500 Abonnentinnen und Abonnenten. Und dann auch an der Stelle gleich der Hinweis, wenn ihr schon seit einiger Zeit vielleicht hier zugucken, sagt, Mensch, Abonnent, Abonnentin könnte ich doch auch werden. Sehr gerne, freut mich sehr. Drückt auf das kleine Abonnieren-Knöpfchen, dann seid ihr mit im Club, dann kriegt ihr meine Videos angezeigt. Glöckchen könnt ihr noch drücken, müsst ihr aber nicht. Dann kriegt ihr immer angezeigt, wenn was Neues hochgeladen wird. Aber das ist ja im Normalfall immer morgens. Und ansonsten freue ich mich bei jedem Video, wenn ihr was drunter schreibt, einen netten Kommentar, Kritik, Anmerkungen, Ergänzungen natürlich auch sehr gerne willkommen. Tipps, Einschätzungen in Sachen Sport, da bin ich auch immer sehr dankbar drum. Oder natürlich einfach nur Daumen nach oben drücken, wenn ihr sagt, hey, das, was der Typ da macht, irgendwo hat er einen Schaden, aber es ist trotzdem ganz lustig. Da freue ich mich auch sehr drüber. So, und jetzt kommen wir zum Geschäftlichen. Ich habe zu arbeiten, denn wir haben Sport auf dem Programm stehen, heute mit Schwerpunkt NFL. Das wird heute, sage ich gleich dazu, ein bisschen knapper ausfallen als sonst, weil ich hier jetzt unterwegs bin und habe statt meines mächtigen PCs hier nur die Möglichkeit, mit dem Tablet so ein bisschen Informationen rauszupieken. Das werden wir am Wochenende wieder etwas ausdehnen. Das heißt, heute gibt es mal so einen etwas kleineren NFL-Rundumschlag, aber die wichtigsten Infos werden drin sein. Aber wir starten mit Fußball und zwar mit, nicht mit der FA Cup-Qualifikation, hat Biggleswade Town übrigens verloren. Das wollte ich noch nachtragen. Von gestern habe ich mich ja so erfreut an diesen schönen Namen. Aber jetzt gucken wir auf die Women's Champions League. Das ist natürlich hier das Wichtigere. Und auf den VfL Wolfsburg. Der hat zum Auftakt bei der AS Roma gespielt und hat da verloren per Elfmeter. Blöd natürlich, per Elfmeter 1-0 verlieren ist immer ärgerlich, aber verloren ist halt verloren in der Champions League. Lyon gewinnt 3-0 gegen Galatasaray in derselben Gruppe, ist damit erstmal vorne. Das wird für Wolfsburg auf jeden Fall ein langer Weg in Richtung Viertelfinale. Mal sehen, ob sie ihn erfolgreich gehen können. In der anderen Gruppe, Twente Enschede gewinnt bei Celtic Glasgow und Chelsea schlägt Real Madrid mit 3-2. Twente mit 2-0 übrigens gewonnen. So, das waren nochmal Nachträge aus aus der anderen Gruppe. Und jetzt gucken wir auf die beiden Gruppen, die heute Abend spielen und damit auch ins Turniergeschehen neu einsteigen. Da haben wir zum einen das Team von Bayern München. Die sind ja ganz klarer Tabellenführer in Deutschland. Jetzt geht es gegen den FC Arsenal zum Auftakt in die Women's Champions League 18:45. Live dabei, natürlich wie immer DAZN. Parallel dazu aus der anderen Gruppe Hammarby gegen St. Pölten, den Namen nach sicherlich was Kleineres, weil das zwei Teams sind, die jetzt im Herrenfußball keine große Rolle spielen, aber bei den Frauen haben sie es eben in die Champions League Gruppenphase geschafft. Und Ehre, wem Ehre gebührt. Ne? Aus deren Gruppe spielt um 21 Uhr dann was, das wäre bei den Männern natürlich ein Knaller, Manchester City gegen FC Barcelona, ist es bei den Frauen noch nicht ganz, aber auf einem guten Weg, würde ich sagen. Und dann haben wir noch aus der Bayern-Gruppe Vålerenga Oslo gegen Juventus Turin, auch 21 Uhr. Auch das auf der Zone zu sehen. Da seid ihr also rundum versorgt mit allem, was in Sachen Champions League so los ist. Europäische Wettbewerbe, die nächste. Wir gucken auf die Handball European League. Flensburg-Handewitt gestern gewonnen zum Auftakt. Gummersbach gewonnen, Melsungen gewonnen, Kiel gewonnen. Mehr muss ich nicht sagen. Das ist sehr, sehr, sehr erfolgreich losgegangen hier für die deutschen Teams. Gerne weiter so. Basketball, auch da wurde europäisch gespielt und zwar wie folgt. Im Eurocup hat Ulm gewonnen, in der Champions League hat Würzburg gewonnen und im Europe Cup hat Ludwigsburg gewonnen. Also 3 Spiele, 3 Siege auch hier für die deutschen Teams. Heute geht es dann weiter um 19 Uhr mit den Hamburg Towers. Die spielen bei Hapoel Jerusalem im Eurocup, live auf Magenta Sport ab 19 Uhr. Dann um 20 Uhr in der Champions League Rasta Fechter gegen Patras. Die spielen auf Dinesports. Und ebenfalls um 20 Uhr auf dem FIBA YouTube-Kanal, da haben wir die Braunschweiger im Europe Cup gegen AEK Athen. Auch das könnt ihr gucken, wenn ihr Bock habt auf Basketball. Tennis kommt aus Shanghai, da haben wir Zverev eine Runde weiter nach Sieg gegen Talon Krikspor. Wir haben aber auch Djokovic eine Runde weiter und dann haben wir im Damen-Doppel Laura Siegemund nicht mehr weiter, weil die ist leider
mit Beatrice Haddad-Meier ausgeschieden. Heute geht's weiter mit Tennis. Aus allen Rohren wird geschossen. Damenturnier ab 5 Uhr aus Wuhan bei Sky. Ab 6.30 Uhr dann die Männer. Mit wirklich reizvollen Partien. Wir haben Sinner gegen Shelton zum Beispiel. Tsitsipas gegen Medvedev. Dann haben wir Alcaraz gegen Monfils. Taylor Fritz gegen Holger Rune. Djokovic spielt mittags gegen Safiulin. Und Zverev auch wieder am Start gegen 14 Uhr gegen David Goffin. Das ist seine nächste Hürde. Und auch das könnt ihr alles auf Sky Tennis natürlich sehen. Dieses Turnier aus Shanghai. Wasserball Champions League, da hat Hannover verloren in der ersten Runde gegen Oradea. Das nur einfach der Vollständigkeit halber. Eishockey Champions League, da gab es gestern eine Niederlage für die Eisbären Berlin. 3:9 in Fribourg, das war schon sehr deutlich. Heute die anderen beiden deutschen Teams. Wir haben zum einen Straubing Tigers, die spielen in Auschwitz um 17 Uhr. Und um 19.30 Uhr dann die Fischtown Penguins bei Sparta Prag. Beide spielen live auf Sport Deutschland mit dem entsprechenden Abo. Und das Spiel Sparta Prag gegen Fischtown um 19.30 Uhr könnt ihr auch bei Magenta Sport natürlich verfolgen. So, dann haben wir den Darts Grand Prix, den Darts World Grand Prix, Entschuldigung. Da hat gestern Michael Smith die Segel streichen müssen gegen Gary Anderson. Sorry, ich hatte nur 3 Stunden Schlaf, man merkt es dann doch immer. Warum? Shorts gucken. Ne? Ansonsten Gervin Price eine Runde weiter gegen Noppert. Peter Wright ist raus gegen James Wade. Aber interessant sind natürlich die deutschen Spieler. Die sind heute wieder gefordert. Und zwar wie folgt. Um 20 Uhr geht generell das Programm dort los. Heute beim World Grand Prix live zu sehen bei The Zone und dann auch später bei Sport 1. Und wir haben um 21 Uhr Martin Schindler gegen Rob Cross am Board stehen und danach direkt im Anschluss gegen 22 Uhr Ricardo Pietrezco gegen Luke Humphries. Das sind also schon mal zwei Bretter, zwei amtierende oder ehemalige Weltmeister für die beiden Deutschen. Da ist schon was geboten. Mal gucken, wie sie sich schlagen. Die anderen Spiele davor gibt es ab 8 Uhr Espinel gegen Joyce und im Anschluss daran Clayton gegen Smith. Ich denke, dann können wir auch zum Football jetzt übergehen. Soweit habe ich hier jetzt nichts mehr stehen. Nö, das müsste es gewesen sein für heute. Also Tennis, Eishockey, Women's Champions League. Ihr wisst ja, was ihr gerade eben alles von mir erzählt bekommen habt. Also gucken wir auf die NFL. Da gab es vor dem aktuellen Spieltag noch 2 ungeschlagene Teams. Und die sind ungeschlagen geblieben. Die Kansas City Chiefs gewinnen in dem Monday Night Game gegen die New Orleans Saints. Relativ ungefährdet. Und die Minnesota Vikings, die haben sich durchgesetzt in London gegen die New York Jets am Sonntagnachmittag. Und beide stehen jetzt also auf 5:0. Sie werden nicht aufeinander treffen in dieser Saison. Ich habe schon geguckt. Das heißt, theoretisch könnten sie beide ungeschlagen aus der Saison rausgehen. Aber das ist für beide noch ein langer Weg, den sie da gehen müssen. Denn 5 Spiele sind rum, aber es sind ja dann noch einige, die vor ihnen liegen. Das einzige Team, das bis dato noch keinen Sieg errungen hat, waren die Jacksonville Jaguars. Und was soll ich euch sagen? Das ist ihnen diesmal aber gelungen. Denn die Jaguars haben ihr Spiel gewinnen können. Gegen die Indianapolis Colts stehen jetzt auf 1:4. Glückwunsch dazu. Damit haben wir also jetzt kein siegloses Team mehr in der National Football League. Ist doch auch schön. Hey, hey, hey. Weitere Ergebnisse aus dem Wochenende. Wir gucken mal kurz drauf, was es gab. Blöde Niederlage für die 49ers gegen die Arizona Cardinals. Da möchte ich nicht mehr drüber reden, glaube ich. Das fand ich schon blöd genug, wie es gelaufen ist. Denver schlägt Las Vegas, die Giants überraschen und gewinnen bei den Seattle Seahawks. Guck mal einer an, das passiert auch nicht alle Tage. Die Green Bay Packers gewinnen bei den LA Rams, die Cowboys im Sunday Night Game gewonnen in Pittsburgh, Chicago schlägt Carolina, Baltimore nach Verlängerung, aber gewonnen gegen Cincinnati. Für Cincinnati weiterhin eine richtig gebrauchte Saison. Houston schlägt Buffalo, Jacksonville in Tampa, das hatten wir schon. Die Miami Dolphins gewinnen mal wieder bei den Patriots. Guck mal an, die Patriots noch schlechter. Die Washington Commanders siegen gegen Cleveland und Minnesota gewinnt gegen die Jets. Am Donnerstag letzte Woche bereits die Falcons mit ihrem Overtime-Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und damit schauen wir mal auf die Tabellen in der AFC und in der NFC, wie der Stand der Dinge hier so ist. Und zwar schauen wir zunächst auf die AFC. Da haben wir die Kansas City Chiefs, wie schon erwähnt, 5:0 Siege an der Spitze. Danach haben wir mit 4:1 die Houston Texans. Und dann gibt es eine ganze Menge Teams, die so 3:2 und 2:3 stehen. Das sind fast alle, also über die Hälfte der Liga. Da haben wir die Buffalo Bills mit 3:2, die Broncos 3:2, Baltimore 3:2, Pittsburgh 3:2. Und Killers. Und wir haben aber am Tabellenende eben kein Team mehr mit 0. Siegen aber auch einige jetzt, die nur einmal gewonnen haben, da vielleicht herauszupicken. Die bis jetzt sind ja die Bengals, hat schon gemacht. Das ist sicherlich bei denen auch anders geplant gewesen.
In der NFC haben wir die Minnesota Vikings 5-0 vorne. Die Washington Commanders mit 4-1, ärgster Verfolger. Wer hätte das gedacht? Detroit 3-1, auch gut im Rennen. Dann kommt wieder auch hier eine ganze Reihe Teams mit 3-2 oder 2-3. Und am Ende mit 1-4 haben wir die LA Rams und die Carolina Panthers. Nun gut, jetzt schauen wir mal auf die nächsten Spieltage. Das mache ich ganz, ganz kurz nur, weil den gucken wir uns dann ganz ausführlich am Wochenende an. Haben wieder einige Teams spielfrei, unter anderem auch die Vikings und die Chiefs. Also die beiden Teams, die noch nicht verloren haben, werden auch diese Woche nicht verlieren, weil sie beide spielfrei haben in der sechsten Woche. Donnerstagnacht geht es weiter mit dem Thursday Night Game, was auch sonst. Seattle Seahawks empfangen die San Francisco 49ers. Und die haben beide am Wochenende echt nichts zu lachen gehabt. Die Seahawks gegen die Giants verloren, die 49ers trotz 23-10-Führung noch gegen die Cardinals verloren. Jetzt trifft man sich also in Seattle um 2.15 Uhr am Donnerstag auf Freitagnacht zum bunten Lecken und zum neue Kraft schöpfen. Mal gucken, wem das besser gelingt. Und dann geht es am Sonntag weiter, unter anderem mit einem Spiel in London. Da treffen diesmal die Chicago Bears auf die Jacksonville Jaguars. Das Ganze um 15.30 Uhr schon am Nachmittag. Das dann wieder zu sehen auf RTL und auf DAZN. Das Thursday Night Game natürlich nur bei DAZN. Und wie es dann am Sonntagabend weitergeht und was dann wo läuft, was bei RTL, bei RTL Plus, bei DAZN läuft und so weiter und so fort, das werde ich euch dann einfach im Sonntagsvideo mitteilen, weil da habe ich jetzt hier gerade nicht alles greifbar. Und ich glaube, das halt auch nicht. Das war erstmal so das Wichtigste, ich will dich auf dem Laufenden halten. Morgen sehen wir uns wieder, wenn ihr Lust habt, dann wieder aus einer anderen Stadt. Das ist heute mein One-Night-Video aus Ljubljana. Morgen bin ich dann auch schon wieder in einem anderen Land, stimmt. Also Slowenien wird auch schon wieder verlassen morgen, es geht Schlag auf Schlag, das ist Interrail, Wahnsinn. Sport geht trotzdem weiter an dieser Stelle und nicht vergessen die Shorts, die werde ich auch von unterwegs wieder dann ab und an mal hochladen, damit ihr da einfach, liebe 500 Abonnentinnen und Abonnenten, einen aktuellen Überblick behaltet. Ich bin raus, gehe jetzt dringend schlafen, weil morgen früh geht es schon wieder früh los und weiter. Morgen reisen wir sogar in zwei Länder. Ich werde es euch berichten, lasst euch überraschen. Danke fürs heute dabei sein und auf die nächsten 500. Ne, machen wir erstmal 100. Nächstes Ziel 600 Abonnenten. Mal gucken, wann wir das angreifen. Danke fürs dabei sein und einen schönen Tag euch.